Der muss doch eigentlich so viel... Na gut, der nimmt doch viel Schaden. Nochmal schön durch Dingens durch. Gar nicht mal so bad. Aua. Komm, 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 heb mich hoch. Und der erste ist schon mal kaputt. Och nee. Als ob das nicht schon irgendwie ausreicht. Dass wir hier gegen einen Herrscher antreten müssen, da kommen jetzt noch Science. So, JD, du bist natürlich jetzt ein bisschen kacke da hinten, aber hey. Wir, ja. Versuchen das zu wir versuchen das zu regeln. Er hat nicht mehr viel. Oh, kaputt ist er. Ich muss nur noch JD irgendwie geholt werden. Fuck, 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 fuck. Hallo, holt mich denn hier keine? Och, Mann. Ich weiß halt nicht, ob JD draufgehen kann oder nicht. Das ist so mein Problem. Ich weiß es halt nicht. Deswegen halt, wollte ich da jetzt halt unbedingt hin. So. Oh Mist, der Herrscher wieder! Alter, ich hasse es. Hallo. Nehmt mich doch jetzt mal hoch hier. So wirklich viel auf... Aufmerksamkeit ist schon. So viel... Hallo. So viel... Wirklich so viel Schaden ist es natürlich jetzt nicht, was der macht. Ne? Was hier gerade... gemacht wird. Also in Sachen. Hier, pass auf mit den Explosivfässern und sowas. Ey, Mann. Ich hasse es. Er kotzt mich halt einfach an und ich bin halt so instant RIP. Und natürlich sind jetzt alle putsch oder was? Komm, gib mein Schild her. Dann holen wir die erstmal irgendwie mit der... Alter Jack. Machen wir die erstmal so weg. Ohne die Dingens. Ich weiß jetzt nicht, ob ich falsch stehe oder ob die falsch stehen, ehrlich gesagt. Okay, die stehen falsch. Hat jetzt nicht wirklich viel gebracht, aber es ist eigentlich sind genug Leute da hinten. So. Jetzt kann man da ein bisschen was. Zumindest ein bisschen was mit der DMR ein bisschen was regeln. Ich hatte ja vorhin keine Munition mehr und wirklich. Ja gut, es ist genug Munition da. Hinter mir, glaube ich, war was. Aber man sieht ja, wie viel. Schaden ich jetzt mit der mache, anstatt mit dem Lancer da jetzt auf diese Distanz sauber zu machen. Okay, alle erledigt. Wir müssen auf den Kran und die Spitze neu ausrichten. Ja. Was liegt hier? Da haben wir nochmal die Dinge jetzt. Das meine ich nämlich, die MK1, die ist halt echt stark und man hat hier auch genug Munition, aber trotzdem. Ja, zurücklaufen, etc. ist halt nicht ganz so geil. So, muss ich denen jetzt folgen? Ich hätte natürlich auch hier vorne vielleicht hochgehen können, aber... Gut, laufen wir mal hinterher. Aber dass die Explosionsdinger hier nicht wirklich viel Schaden gemacht haben bei den Herrschern. Klar, die sind ultra stark, die halten uns sehr, sehr viel aus. Ich habe aber halt echt mit mehr... Kate, wir müssen zu den Satelliten hoch. Ja. Mit mehr... Jack, richte das Teil aus. Schaden halt gemacht, weil das ist ja schon Feuer und eine Explosion. Alles klar, wir sind wieder im Spiel. Dann klettere auf die Rakete. Und dann direkt zur Startrampe. Okay. Da bin ich ja mal gespannt, was das werden soll. Was?
Ach, Waffe tauschen. Okay, interessant, dass man das machen kann. Startrampe. Laufende Mannmarsch. Och, ernsthaft. Von der Rakete. Na, guck mal da, was wir da haben. Genau, den wollte ich eigentlich killen. So eine kleine Kettenreaktion auslösen. Jawohl, ja. So, tschüss. Alles klar. Alle erledigt. Alles klar. Es geht los. Also, für unsere Verhältnisse lief das doch alles ziemlich komplett. Runter von mir! Fass! Hinter dir! Heilige Scheiße! Fass! Mann! Danke! Deine Dankbarkeit rührt mich wirklich zu Tränen, glaub mir! Aber zur Info, ich häng hier an einem beschissenen Zug! Oh, stimmt! Akt 3, Kapitel 4, ein kleiner Schritt, okay. Die Rakete wäre abgeliefert. Was jetzt? Jetzt richten wir sie auf. Per Hand. Wie es aussieht. Wir müssen also den Kontrollraum finden. Ja, und den Start einleiten. Was? Und dann zurück zur Basis. Ach, verdammte Scheiße. Wenn mir einer gesagt hätte, wie viel Arbeit das ist, mit euch rumzuhängen. Okay, mal sehen. Die UUR hat das wahrscheinlich nicht für ein Jack-Interface konzipiert. Na gut, Jack, los geht's. Nicht so schüchtern. Okay, das ist doch genau das, was passieren soll, oder? Das macht's aber nicht weniger ungemütlich. Danke dir. Das war's auch schon. Hat irgendjemand eine Rakete bestellt? Wir brauchen eine Übersetzung. Warte mal kurz. Du hast den Flugzeug geleitet? Schon möglich. Dann nicht. Los da. Jetzt. Hey, hier runter. Jawohl. Also es wäre jetzt interessant, wenn das hier komplett Kapitel 4 wäre. Alter. Ja, natürlich. Lass die Nummer jetzt Zeit. Hat jemand eine zündende Idee? Mist!
quetsch die Plattform! Wir sitzen in der Falle! Es muss wieder loslassen! Was zum Teufel ist deine Trachee? Die offenen Stellen! Das ist unsere Chance! Super, ich hab keinen Hund mehr. Die offenen Stellen sind Igel! Fällt er nicht rein? Hat ihm nicht gefallen! Los, nochmal! Komm, geh hoch! Okay, laden erstmal nach. Da! Anvisieren! Es ist los! Scheiße! Gott verdammt! Er kommt wieder zurück! Die Trachen! Okay. Feuern, wenn sie offen sind! Das wird wahrscheinlich unser Akt 4, mein Gott, Kapitel 4 sein, was wir hier gerade haben. Keine Ahnung, was das für ein Viech ist, aber hey. Und hundertprozentig. Noch eine auf. Achtet auf Egel. Ja, die Egel macht hier schon, ne? Oh, nur noch einer übrig. Es zerquetscht uns. Ja, wenn das Ding mal aufgehen würde, Mann. So, das war's. Und wie kommen wir runter? Hier rüber? Ja, doch! Okay, da war ein Loch drin. Das ist noch nicht fertig mit uns! Der will gar nicht uns, sondern die Rakete! Munition! Er hat die Rakete und will den Start verhindern! Schieß dahin, wo es wehtut! Ja! Wenn das Ding mal aufgehen würde. Loch. Hallo! Scheiße! Schau! Schau! Knallt ihn ab! Wir kamen Mulke hier, Alter. Einfach die Taste. Nein! Oh, ist das widerlich. Oh, ist das widerlich. Das ist für mich. Wird die Schar nochmal rauskommen? Ja. So, ich glaube, der. Fuck. Hallo. Drache hier offen. Warum überhaupt Drache? Der letzte. Oh fuck. Ich will noch Muni haben. Schnell, eine ist offen. Ich weiß halt nicht, ob der. Oh, Scheiße! Okay, der Schwarm verschwindet denn. Ah, Zeit, von diesem Turm runterzukommen! Tat ihr Ungarn, ne Schattig. Okay, das heißt? Kein Schwein weiß es. Lift, 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 da ist die Liftsteuerung. Okay, es geht runter. Sind alle okay? Ja, aber wir sind unter den verdammten Maschinen. Wir müssen hier raus. Elender Mistkerl! Zurück! Jetzt auch noch Zungen! Auf. Vorsicht, die Zunge! Wir sitzen hier mit diesem Ding fest! Wir müssen raus hier! Ja, wir sitzen in so ein verdammtes Triebwerk! What the fuck, man? Das ist gar nicht gut! Warum hat das Viech überhaupt zwei Zungen? What the fuck? Ist ja ekelhaft! Er schlägt gleich zu. Ich will nicht sagen, aber das Triebwerk geht gleich an. Das Triebwerk geht gleich an, Freunde. Wir sitzen am. Das ist richtig eine Scheiße. Feuer! Na, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, oh. Lass mich in Ruhe. Es verschwindet. Gehen wir.
Verdammt nochmal! Zu früh gefreut! Lass mir aufkommen! Scheiße, es versperrt den Weg! Dann machen wir es richtig sauer! Wie? Toni auf die Zunge schießen! Ich will ja nichts sagen, aber der Counter läuft, ne?